Nimm deinen Verstand in die Hand und folge nicht den eingetretenen Pfaden. Das ist mein Motto, wenn es um meine Forschung geht. Mein Name ist Kai Sundmacher. Ich forsche an Prozessen, mit denen sich Chemikalien nicht nur effizient, sondern vor allem auch umweltfreundlich herstellen lassen. Ich würde mich als Generalisten bezeichnen, denn als Forscher betrachte ich alle Ebenen der chemischen Produktion. Vom Molekül über einzelne Apparate bis hin zur kompletten Chemiefabrik. Mein Ansatz ist, radikale Umbrüche in der Prozesstechnik einleiten, um ökonomische und ökologische Zielgrößen der chemischen Industrie besser in Einklang zu bringen. Dafür nutzen mein Team und ich theoretische Konzepte und Computersimulationen, bei denen wir möglichst viele Einflussfaktoren einbeziehen und so versuchen, jeweils die ideale Prozesskonfiguration zu finden. Um unsere Vorhersagen dann in der Praxis zu testen, bauen wir Chemieanlagen in Miniaturgröße. Mit diesen sogenannten Mini-Plans können wir dann experimentell überprüfen, was wir zuvor am Computer simuliert und optimiert haben. Und außerdem können wir der Chemieindustrie auf diesem Weg praxisnah demonstrieren, dass es sich lohnt, alternative Produktionsmethoden in Betracht zu ziehen. Dies ist vor allem wichtig für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Die Prozesse dafür sind zum größten Teil noch gar nicht entwickelt. Genau das wird eine zentrale Aufgabe der Verfahrenstechnik in der Zukunft sein. Für den Entwurf und Betrieb chemischer Recyclingprozesse wollen wir leistungsfähige Algorithmen der mathematischen Optimierung und auch Methoden des maschinellen Lernens einsetzen. Wie man es erreichen kann, dass unsere Gesellschaft eine umfassende Kreislaufwirtschaft akzeptiert und sie auch aktiv unterstützt, das müssen technische und nicht-technische Fachgebiete gemeinsam untersuchen. Deshalb arbeiten wir im Rahmen des neuen Forschungsclusters Smart Process Systems auch mit den Politikwissenschaften und der Umweltpsychologie zusammen. Derartige transdisziplinäre Brückenschläge begeistern mich sehr, denn sie eröffnen ja völlig neue Perspektiven für mein Fachgebiet, die Systemverfahrenstechnik. Der Forschungspreis der Otto-von-Guericke-Universität ist für mich eine besondere Auszeichnung, die mich stolz macht und mich für die Zukunft zusätzlich motiviert. Denn ich habe noch viel vor. Magdeburg als Wissenschaftsstandort für die systemorientierte Verfahrenstechnik weiter zu stärken und insbesondere das Thema nachhaltige Kreislaufwirtschaft massiv voranzubringen.